was geht? In der heutigen Folge von Bettler zum Bonzen werden wir endlich Nachtclubbesitzer, um dann natürlich mit dem Ding schön passiv Geld zu scheffeln. Um uns das Ganze überhaupt wirklich leisten zu können, müssen wir natürlich noch ein bisschen Kohle machen. Aber ganz ehrlich, Leute, ihr wisst ja Bescheid. Mittlerweile ist das eigentlich gar kein Problem mehr. Oder Nico, was sagst du dazu? Easy Stretcher. Halt dein Maul. Lass selber deinen Maul. Mein Lieber, vielen, vielen Dank dir. Okay, ja, kein Problem. Gerne doch, mein Lieber. Wie dem auch sei, Freunde, wir legen los. Wir haben einiges vor. Also, let's go! So, Freunde, heute beginnen wir das ganze Video mal bei Nacht. Wir sehen hier wieder unseren wunderschönen Ausblick aus unserer Agentur. Unterwegs sind wir hier mit ein bisschen über 2,8 Millionen. Das ist schon mal in Ordnung, sag ich mal. Damit haben wir ja letzte Episode aufgehört. Ihr habt die ja wahrscheinlich auch schon gesehen, oder? Falls nämlich nicht, Freunde, dann auf jeden Fall noch die vom Bettler zum Bonzen Playlist abchecken, sodass ihr jede Folge dieser unfassbaren Schmutzserie auch in der richtigen Reihenfolge wenigstens schaut. Das wäre doch, glaube ich, mein Vorschlag. Das jetzt mal machen, Freunde, und dann geht's hier weiter. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben am Ende noch einen Kayo auf schwer gestartet, nachdem wir da die Cooldown-Zeit abgewartet haben. Und deswegen beginnen wir jetzt auch diese Folge hier tatsächlich nochmal mit einem Kayo Pedico, heißt, weil es gilt einfach immer, jeden Kayo auf schwer zu spielen und dann den nächsten auf schwer zu starten. Denn ihr wisst ja, Freunde, Kayo ist Liebe, Kayo ist Leben. Und wenn ihr das auch so seht, dann lasst doch jetzt schon mal auf diesem Video einen Daumen nach oben da und bei diesem Schmutzkanal vielleicht auch mal ein Abo. Wie wär's denn damit, Freunde? Alles okay? Gut, danke. Auf köstlich schmöchtlich. Und Freunde, wenn ich euch gerade schon hab, dann nochmal hier ganz wichtig der Hinweis. Diese Woche, am 8. Februar, gibt es einen 12-Stunden-Stream. Wahrscheinlich werden viele von euch das Video auch sehen, wenn das schon längst vorüber ist. Deswegen halte ich mich kurz. 8. Februar, 12-Stunden-Stream. twitch.tv/easystretcher. Kommt vorbei, Freunde. Ich küsse euer Herz. Und weiter geht's mit dem Video. So, den fetzen wir jetzt, Freunde, wie gesagt, und dann geht's ab. Danach geht's natürlich, wie schon angekündigt, darum, dann wirklich auch den Nachtclub sich zu kaufen. Das ist, sag ich mal, der Fokus hier der heutigen Folge. Und dann gibt's natürlich auch noch ein paar andere Sachen, denen wir uns heute widmen wollen. Zum Beispiel die HSW-Zeitrennen mal antesten und auch vielleicht Solomons Filmrequisiten wieder besorgen, zumindest anfangen damit. Das sind so ein paar Dinge, da hätte ich theoretisch Bock. Wir schauen einfach mal, wie es zeitlich heute hinhaut und dann gucken wir, ob wir das Ganze anfangen oder eben nicht. Ihr wisst ja, wir haben ja circa 2,8 Millionen, aber wir brauchen tatsächlich richtig viel Cash für den Nachtclub. Deswegen, nach diesem Kayo sollten wir auf jeden Fall fast 4 Millionen haben. Und damit kann man dann auf jeden Fall schon mal wirklich was anfangen und den Nachtclub schon mal starten, damit der auch schon mal läuft. So, Freunde, ihr wisst ja alle, wie es läuft. Wir sind jetzt hier in Grapeseed, klauen uns natürlich die Velum, Freunde. Ihr wisst ja alle, wie ein Kayo funktioniert mittlerweile, oder? Da brauche ich euch nicht viel erzählen. Das haben wir auch schon in dieser Serie des Öfteren gemacht. Deswegen gucken wir mal, dass wir das hier zügig abschließen. Guten Morgen! Na? Geil, ey, Freunde. Ich habe auf jeden Fall sturmfrei gerade, Freunde. Deswegen kann ich jetzt zumindest am Anfang der Episode ein bisschen mehr mich gehen lassen, Alter. Jetzt kann ich einfach mal ein bisschen rumschreien. Aber das muss ich gar nicht unbedingt machen, weil ihr wollt ja auch noch normales Gehör haben, wenn ihr mit der Folge hier fertig seid. Oder nicht? Täusche ich mich da? Nee, ich glaube, ihr wollt noch ganz normal existieren und vielleicht auch noch Lust auf die nächste Folge haben. Aber ja. Aber ja. Aber ja. So wie ich es auch bisher in jeder Folge von Bettler zum Bonzen gesagt habe, kurz für den Support auf diese Serie. Das erwärmt einfach mein Herz. Da bin ich ehrlich mit euch. Deswegen vielen, vielen Dank. Hola, ¿cómo estás? A la Cayo Perico. Ich kann kein Spanisch, merkt man vielleicht. Gerade auch wieder, ich schaue hier aus dem Fenster. Dunkle, graue Wolken, nass und kalt draußen in Deutschland und wir sind hier wieder auf Cayo Perico. Das macht Lust auf den Sommer. Ich sag's euch, wie es ist. Um dann im Sommer hier bei 40 Grad die nächsten Folgen aufzunehmen, so ein Ding. Aber wenigstens ist der Blick aus dem Fenster dann schöner. Bienvenidos a Cayo Perico. Definitiv. Definitiv, ja. Digga, nee, oder? Oh, es fuckt so ab mittlerweile. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, fuckt es mittlerweile ab. Ich bin echt zu dumm aktuell, um die Aussperrmission zu machen. Ich fahre immer in einem falschen Winkel an diese Berg ran. Wirklich, so dumm, ey. Ihr könnt ja kotzen. Nee, wirklich. Das geht mir auf den Senkel hier mittlerweile. Mann, dreh dich um, Junge. Danke. So, dann schauen wir doch mal, was wir haben. Come on, es wäre so geil. Ja, war ja klar, der Scheißdreck. So, mein Lieber, dann, was jeder normale Mensch bei so einer Ausbeute tun würde, einfach mal vom Turm stürzen. So, Haupt- und Nebenbeute ausgespäht, zurück in die City, wie es sich gehört. Was ich jetzt vielleicht noch schnell machen wollen würde, ist einmal Matt anrufen. Wir haben uns ja letzte Episode das tolle LSD-Labor zugelegt. Ist eine sehr gute Passivgeldmethode. Ich muss dazu wahrscheinlich erstmal raus aus diesem U-Boot. Ja, Hauptsache, Englisch Dave kann mich anrufen, aber ich kann Matt nicht anrufen. Fickt euch, Rockstar. Ganz ehrlich. So eine Scheiße. So eine Scheiße. Ihr Arschgeigen da. Aber dann müssen wir uns auch beeilen wieder mit dem Kayo, weil das ist ja hier, das muss hier, ratzfatz muss das hier fertig werden. Wir haben hier schon ein bisschen was produziert, das ist schon mal gut hier. Das ist jetzt immer das Thema, weil der Vorrat, die Vorräte sind noch nicht ganz leer, aber ich würde trotzdem 12.000 dafür zahlen. So ein bisschen Verlust macht man da wahrscheinlich immer irgendwie. Aber auf jeden Fall, ja. LSD-Labor läuft, wir machen weiter mit dem Kayo. Jawohl, 707 Vespucci, Scoochie, danke dafür, weil ich habe gar keinen Bock auf die Merryweathers.
Oh nee, jetzt habe ich den Alarm ausgelöst. Ich bin wirklich ein Amateur, Alter. Ich bin wirklich der krasseste Amateur, den es jemals gab. Das ist mir ja seit Jahren nicht mehr passiert. Auch nicht schlimm, auch halb so wild. Also es ist auch machbar, ne? Das ist ja, es ist einfach nur peinlich. Mehr will ich dazu nicht sagen. Ich halte mich dazu jetzt bedeckt ab sofort auch, finde ich. Tiger, was hat er denn gemacht? Bro, geh dich mal waschen, Alter. Deine ganze Fresse ist voller Blut. Damn, der alte Vampir. Ja, versteht. So, auf jeden Fall haben wir jetzt die Waffen. Jetzt machen wir weiter mit dem Plasma Schneide. Schnell weg hier, wir haben den Plasmaschneider. Los, 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 Freunde. By the way, kurzer Pro-Gamer-Tipp. Wenn euch diese zwei Autos da dann jagen, sobald ihr den Plasmaschneider habt, killt die nicht ganz, lasst die aussteigen und schießt die letzten ein, zwei Leute ab. Und dann lasst ihr aber noch leben, steigt in den Heli ein und fliegt weg. Weil wenn ihr die direkt killt, spawnt wieder die nächste Wave. Und die kommen ja immer aus dem Nichts und sind ultra schnell. Hab ich für mich rausgefunden, geht so auf jeden Fall ein bisschen entspannter. Ob es jetzt mega den Unterschied macht, weiß ich nicht. Aber darauf achte ich immer, vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel nicht die Oppressor hat, wo man einfach durch die Gasse durchfliegen kann, wie ihr gerade gesehen habt, sondern mit dem Heli muss man ja kurz aussteigen und in die Gasse reinlaufen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, wenn ihr schon mal ein paar Mal ein Kajo gefetzt habt, deswegen das nur dazu. So, Fingerabdruck-Klongerät wurde geschnappt und bringen jetzt natürlich ganz klarerweise zur Kosatka zurück. Ja, also arg viel anderes bleibt uns ja auch nicht übrig, aber ja. Genau. So, was schnappen wir uns jetzt noch? Den Schneidbrenner. Freunde, Schneidbrenner, nicht Schneidladung. Okay. Schneidbrenner eingesammelt. Fehlt nur noch die Longfin. Entschuldigung, Schnocktin. Juhu. Es ist immer wieder ein Fest, mit dem Phantom Wedge rumzufahren. Das nutzt man irgendwie viel zu selten. Oder auch mal den Ramp Buggy. Einfach mal schnappen und wieder ein bisschen durch Los Santos prügeln mit dem Ding. Macht einen Heidenspaß, das Ganze. Grüß Gott, mein Lieber. Ah, huch. Ja. Zur Seite bitte, danke. Oh. Ah, stimmt. Mist. Oh, ja. Mhm. Oh, stimmt. Ja, ja. War nicht so einfach. Mhm. Stimmt, du hast vollkommen recht. Ich verstehe dein Anliegen. Ah, Kuss. Moinsen, meine Meisters. Ich würde mir mal das Bötchen da schnappen. Ich denke, das geht für euch soweit in Ordnung, richtig? Sollte kein größeres Problemchen darstellen. Dankeschön und tschüss. So, Longfin abgeliefert. Rein ins Finale, würde ich sagen. Los geht's, Freunde. Wir schnappen uns die Nebenbeute, schnappen uns die Hauptbeute und dann verziehen wir uns hier und haben den Mio mehr. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Und du siehst mich auch nicht, großer, oder? Ja, definitiv, ja. Ja, geil. Während ich hier gerade, Freunde, von Kajo Pedico flüchte und dieses Video recorde, habe ich endlich eine E-Mail bekommen, nach was weiß ich wie vielen Monaten, von Save It, also von der App von Dave, dass mein Creator-Code für die App Save It jetzt am Start ist, Freunde. Ja, 950.000 ist in Ordnung. 950.000, weil ich muss gestehen, ich habe den ersten Versuch ein bisschen verkackt und dann habe ich gedacht, ich mache einfach einen Quick Restart, scheiß auf Elite. Hätte nochmal 100.000 mehr bekommen, aber so ist es manchmal. Also dementsprechend 950.000 nur, weil ich ein bisschen Beute verloren habe und eben keine Elite bekommen habe. Ja, so ehrlich muss ich sein, Freunde. Egal, wir machen jetzt weiter mit dem Nachtclub etc. pp. Zuerst jedoch werde ich einmal schauen, dass Matt mit Vorräten versorgt wird. Weil das LSD-Labor muss im Hintergrund immer Prodo zu dem Ihren. Jawohl, 48.000 nehmen wir mit. Und jetzt wird geshoppt, liebe Leute. Maze Bank Foreclosures. Wir haben jetzt 3,7 Millionen, man könnte auch sagen fast 4 Millionen. Hört sich vielleicht cooler an. Und ich habe mir jetzt tatsächlich mal gesagt, normalerweise empfehle ich immer hier Ihmchen, Ihmchen oder Ihmchen. Aber da ja unser Büro hier etwa ist, würde ich einfach mal sagen, holen wir uns den Nachtclub hier unten. Das ist, glaube ich, auch eine coole Location. Machen wir doch einfach mal. Und da ist es ein bisschen billiger auch noch. 1,5 Mio. Wir holen uns das Ganze mal. Designtechnisch lassen wir alles so. Nur Kosmetik brauchen wir nicht. Beleuchtung, nur Kosmetik brauchen wir nicht. Omega. Grüße gehen raus, der Club bleibt auch so. Lagerräume kosten bis zu 1,7 Mio. Wir lassen es erstmal bei dem einen. Tänzer brauchen wir auch nicht. Krankenhaus brauchen wir auch nicht. Wir machen das erstmal einfach ganz plain. Also die Garagenplätze brauchen wir eh nicht. Lagerraum eben wichtig für unser Nachtclub-Kisten-Business. Allgemein, wenn ihr keine Ahnung habt, was ist in der Nachtclub, wie funktioniert der Nachtclub, Leute, schaut gerne bei meinem Nachtclub Money Guide vorbei, da sollten alle Infos für euch dabei sein. Ich werde jetzt in diesem Video natürlich nicht das ganze Nachtclub-Business in jedem Detail erklären können. Das muss ich aber auch gar nicht. Wir labern hier natürlich ein bisschen über den Nachtclub und grob, wie das Ganze funktioniert. Aber wie gesagt, alle Details in meinem Nachtclub Money Guide. Gerne vorbeischauen, Freunde. Nachtclub wirklich mitunter das geilste Unternehmen in GTA Online, sind wir mal ehrlich. Das scheppert einfach. Wir fahren jetzt mal zu unserem Club und schauen, was da los ist. Wahrscheinlich müssen wir den erstmal einrichten. Wir haben ja im Nachtclub verschiedene Geldmachmethoden. Darüber kann ich jetzt ja noch mal ein bisschen labern, bis wir dann wirklich dort sind. Einmal das Lagerhaus. In diesem Lagerhaus kann man andere bereits besitzende Unternehmen sozusagen verbinden. Wir haben dafür sozusagen aktuell nur
das Spezialfrachtkistenlagerhaus, meine ich. Man kann da entweder den Spezialfrachtkistenlagerhaus oder den Hangar verbinden. Man kann den Bunker verbinden und man kann drei MC-Unternehmen verbinden. Dann hat man diese 5 Slots aufgebraucht, die man sich auch praktischerweise noch dazu kaufen muss. Kostet alles unfassbar viel Kohle beim Nachtclub. Aber dann lagern einfach Techniker im Nachtclub Kisten ein. Das komplett automatisch, ohne dass man das machen muss. Passiv nebenher. Und man kann die im Endeffekt dann verkaufen. Dazu braucht man dann auch noch, wenn man irgendwann einen vollen Nachtclub verkaufen will, ein großes Verkaufsfahrzeug etc. Das muss man dann auch nochmal kaufen etc. Also man muss schon viel investieren in das Ding. Aber man kann das auch erstmal so wie wir hier relativ basic betreiben. Und mittlerweile auch dadurch, dass man seine Clubbeliebtheit oben hält, nochmal 50.000 passiv pro Stunde machen. Mit dem Nachtclub Lagerhaus, wenn man da wirklich alles ausreizt, dann kommt man irgendwann auch auf ca. $50.000 passiv. Dafür braucht man aber auch wirklich die 5 besten dazugehörigen Unternehmen sozusagen. Und man muss das Ganze auch am Ende verkaufen. Das heißt, Clubbeliebtheit mittlerweile sogar die geilere Art und Weise, im Nachtclub Geld zu machen. Summa summarum, ich will euch nicht arg voll labern, kann man mit dem Nachtclub bis zu ca. $100.000 passiv pro GTA-Tag nebenher verdienen. Das ist einfach GGs. Da kommt kein anderes Passivunternehmen ran. Und wir fangen das Ganze jetzt hier mal an. Auf der Stufe sind wir aber auf jeden Fall noch lange nicht. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend, Freunde. Wie gesagt, schaut den Nachtclub-Guide. Die Cutscenes sind dann auch legendär nochmal zu erleben. Ich sag's ehrlich. And we need them wasted and we need them dancing. Not taking selfies with some fuckwits. Alte Tony, Digga. Get me a DJ. Junge, Tony ist ja on fire, Alter. Was ist denn da los, man? And the name Omega. Omega reversed, Alter. English day. Safe skin. Respect. Digga, der Typ. One love. Nose back. No, thanks. Nose, Mike. Nose, Mike. Keiner macht den Drogen, Leute. Ach, es ist schon wieder, also ich direkt schon wieder Bock, Alter. Ich feiere es komplett immer wieder. Jetzt seit ewiger Zeit mal wieder diese ganzen Cutscenes hier zu durchleben, wenn man hier ein neues Unternehmen rauslässt. Und wir holen jetzt mal die Einrichtungen, ne? Ach so, dazu muss ich wahrscheinlich an den PC gehen. Perfekt. Wir müssen 2 Nachtclub-Vorbereitungsmissionen machen, das wusste ich gar nicht. Wir fangen einfach mal an. Och, was mache ich denn? Junge, es ist dumm. Ach, du Scheiße. Junge. Ey. Ey, lass mich doch hier rüber, Mann. Die spinnen doch wohl alle hier. Alter, habt ihr einen Knall? Hier ist gerade eine Straßenlaterne umgefahren worden und ihr fahrt hier einfach lang. Ach, die ist schon wieder weggespawnt. Ja, so ist es dann in echt auch. Das ist eigentlich auch ganz normal, wenn ihr irgendwo anfangt zu arbeiten, dass dieser dubiose Chef euch dann erstmal abholt in einer E-Klasse ohne Tür. Da würdet ihr auch alle einsteigen, oder, Leute? Yeah. Jo, die Karre ist voll, wir fahren wieder zurück zum Schuppen und dann geht die Party auf. So, Personal wurde zum Nachtclub gebracht. Können wir wieder hier zum Büro laufen und dann noch die Ausrüstung machen. So, Vorbereitung Anlage, das machen wir jetzt auch noch. Ich habe doch mittlerweile einen Sparrow, mit dem werde ich jetzt auch fahren, Alter. Fliegen. Och nein, bitte nicht. Oh, ey Mann, der kann doch einfach diese scheiß Straßenlaterne abreißen, ey. Das ist mir jetzt zu blöd hier, ey. Ja, mit dem Motorrad. Wir fahren mit dem Motorrad raus in die Wüste. Junge, ist das dumm. And it goes like this. Yeah. Hauptsache, wir haben Spaß, Freunde. Deswegen fahren wir mal mit dem Motorrad hier rum. Ihr fragt euch vielleicht, das ist ja viel langsamer und er fährt ja auch den falschen Weg. Ich fahre den spaßigeren Weg und ich fahre mit dem spaßigeren Gefährt, Leute. Boah, wenn ich das überlebe, wäre krass. Ah, da oben sind sie doch, die Konsorten. Los geht's, Alter. Wuhu! Tschüss, DJ. Das ist schon... Oh, nee, oder? Da habe ich jetzt das letzte Gefühl verloren. Glück, dass wir nur die Lautsprecher an der Seite brauchen. Ist so, weil der Rest ist weg. Oh, da muss ich jetzt Solomon noch abholen und dann kann es endlich losgehen. Junge, die Club-Einrichtung dauert aber auch. Das ist ja wirklich... See you shortly, mate. You wanna pick Solomon up, mate? Push some buttons. Jesus, Dave, there's so many buttons. Er hat das Ding gelandet. Solomon. Roger, more Dave. Where did you find the pilot? Go work some more. Twat. Geil. Schön, erstmal wieder 6 Kilometer zurückfahren. Aber das ist das Romantische. Diese Anfangszeit. Man kauft ein neues Business, fährt Strecke, man legt Meter zurück. Ich freue mich auch so in GTA 6. Endlich mal wieder richtig schön durch unerkundete Landschaften, kilometerlang, stundenlang Auto zu fahren. Wundervoll. Good to meet you. You must be pretty cool. Coolest cat in town. Genius brain too. Ey, ich bin schon ziemlich cool. Ja, da hast du recht. Ja, Solomon, ja. Ja, richtig erkannt.
So, wir haben den Kollegen jetzt endlich mal in den Nachtclub gebracht. Können wir jetzt endlich mal loslegen hier mit dem Betrieb? Ich glaube, ich bin eh. Sullivan, wie geht's? Achtung! Wie geht's? Achtung! Digga, der Typ ist so am Arsch. Dieser scheiß Laszlo, Alter. Ey, Boss, einer der Gäste regt sich über die Rechnung auf und hat sich mit den Barleuten unten angelegt. So sind wir auch schon bei unserer ersten Rausschmeißmission. Wir sehen unten, der Beliebtheitsbalken ist voll. So sollte das auch immer bleiben. Die Sau schmeißen wir erstmal raus. Gibt zwei solche Rausschmeißmissionen, einmal so wie jetzt, mit so einem Punkt auf der Map, 3 Sekunden, dann ist das Ding vollbracht. Wir kriegen, glaube ich, $10.000 und 25% Beliebtheit, bringt jetzt nichts, weil es ist schon voll. Und es gibt auch noch die VIP-Nach-Hause-Bring-Missionen, die dauern ein bisschen länger, geben auch, glaube ich, 10.000 oder vielleicht ein bisschen mehr und auch 25% Beliebtheit. Daher wollen wir immer die VIP-Dinger meiden und nur die Rauswurf-Missionen machen, um die Beliebtheit oben zu halten. Ich gucke, dass ich hier alle 1-2 GTA-Tage herkomme, wenn die Beliebtheit so 5-10% runter ist und dann mache ich eine Rauswurf-Mission, um das zu erzwingen, muss ich einfach in den Passivmodus gehen, hier in den Club reinsteppen und dann wird es zu 100% nur eine Rauswurfmission sein. Kleiner Tipp am Rande, wissen wahrscheinlich auch die meisten schon. Und das ist so, dass wir hier die Beliebtheit oben halten werden, denn wenn die Beliebtheit hier, wie ihr seht, auf 100% ist, dann kriegen wir $50.000 pro GTA-Tag passiv in den Tresor hier oben reingelegt. Das ist schon mal sehr geil. Und damit die Beliebtheit nicht so schnell sinkt, brauchen wir auf jeden Fall noch eine Verbesserung. Und zwar, wenn ich mich nicht täusche, das Personal-Upgrade. Das holen wir hier. Dadurch sinkt die Beliebtheit des Nachtclubs täglich etwas weniger. Die 475.000 sollten wir ausgeben. Die sind sehr essential. Und das hier unten ist das Ausrüstungs-Upgrade. Damit produzieren die unten im Nachtclub im Lagerhaus dann doppelt so schnell. Das ist schon sehr stark, aber kostet auch 1,4 Millionen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das uns jetzt schon holen. Ich hätte gesagt, wir schauen erstmal, wie es unten aussieht. Ach, ich hätte gar nicht runtergehen müssen. Ich Fischkopf, fällt mir gerade auf. Die PCs oben und unten sind gleich. Das war jetzt ein bisschen idiotisch, aber dann schauen wir uns das hier unten auch mal an. Ja, Nachtclub ist auf jeden Fall ein sehr kompliziertes Unternehmen. Dauert auch eine Weile, bis man das wirklich fully setupt hat, weil einfach auch etlich viele andere Unternehmen daran hängen. Aber umso früher man sich das holt, mittlerweile vor allem, weil es seit 1-2 Jahren nochmal ein Update bekommen hat, dass diese Clubbeliebtheit wirklich gut Cash gibt, umso früher man das holt, umso besser ist es. Ach, wir haben Johan jetzt auch als Kontakt, den können wir auch anrufen, um so Einlagerungsmissionen zu machen, dass hier Vorratskisten eingelagert werden. Habe ich tatsächlich nie wahrgenommen, sondern ich habe versucht, das immer möglichst privat zu betreiben hier. Privat? Was laber ich? Passiv, Digga. Holy shit. Also eigentlich erklären sie es wirklich gut, muss ich sagen, seitdem ich mir den Nachtclub hier nochmal gekauft habe. Wenn man bei den Cutscenes aufpasst und das, was einem erzählt wird, könnte man es eigentlich fast schon verstehen. Wir haben jetzt hier standardmäßig eben einen Techniker. Einen zweiten brauchen wir noch gar nicht, weil wir haben eh nur das Spezialfachkistenlagerhaus, was das Pendant zu diesem Frachtgut- und Warenversand ist. Das heißt, wir setzen den einen hier schon eingestellten Techniker mal auf Frachtgut- und Warenversand ein. Der wird dann circa pro Stunde hier Waren im Wert von 8000 GTA-Dollar einlagern. Irgendwann, wenn wir sehen, Frachtgut- und Warenversand ist ein bisschen was eingelagert und das Ganze ist verkaufsbereit, dann machen wir das, holen uns unser Geld ab. Also wie gesagt, komplett passiv, nur eben mit Verkaufsmissionen. Und wir müssen nicht mal für Vorräte sorgen, also das wird alles wirklich automatisch gemacht. Aber ja, wie gesagt, ich habe jetzt erstmal einen Techniker auf Frachtgut- und Warenversand angestellt. Wir schauen jetzt erstmal, wie schnell das geht. Und wie gesagt, dadurch, dass wir hier nur Frachtgut- und Warenversand bisher verbunden haben, hole ich mir jetzt mal noch nicht das Verbesserungs-Upgrade für Ausrüstungen für 1,4 Mio. Und ich hole mir jetzt auch erstmal noch nicht mehr Lagerkapazität. Das ist alles Geld, was wir vielleicht noch für andere Sachen nutzen können. Wir lassen das jetzt erstmal so laufen. Unsere 50.000 passiv machen wir auf jeden Fall, wenn wir hier regelmäßig zurückkommen und den Nachtclub auf 100% Beliebtheit halten. Und das ist schon mal sehr, sehr stark, muss ich sagen. Wir haben jetzt auch schon ein bisschen aufgenommen. Ich werde mir jetzt mal schnell ein Käffchen gönnen, Freunde. Und währenddessen gibt es für euch einfach eine kleine Werbepause. Denn das Video heute wird präsentiert von EasyStretcher.shop. Hier gibt es unfassbar geilen Qualitätsmerch von eurem Stretcher. Also schaut vorbei, EasyStretcher.shop. Oder einfach auf den Link in der Videobeschreibung klicken. Ach ja, und wenn wir schon dabei sind, Freunde, folgt mal rein auf Twitch und Instagram. Kuss geht raus. Es kann weitergehen. So, der Club läuft. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir schicken auf jeden Fall mal, weil wir das ja auch noch haben, die gute alte Lupe los, dass sie uns mal ein paar Kisten holt, oder? Was ist da für ein blauer Fleck? Ah, eine El Rubio-Wache, die nehmen wir mit. Das ist bares Geld, Alter. $7.000 haben oder nicht haben, das ist ja immer das, ne? So. Okay, losgeschickt die Dame. Vielleicht auch mal wieder 3 Kisten auf einmal holen, danke. Was ich jetzt echt gern machen wollen würde, wir haben jetzt ja wieder ein bisschen Zeit. Unser LSD-Labor produziert, unsere Beliebtheit produziert sozusagen Geld. Wir haben noch die Cooldown vom Kayo, die noch ein bisschen läuft. Jetzt würde ich, um ein bisschen zurückzukommen auf die erste Folge, sage ich mal, von uns, mir gerne die Hakujo Drag holen und diese dann HSW tunen, weil eigentlich müssten wir noch das erste HSW-Tuning sozusagen für Ummel kriegen. Und dann können wir nämlich mit diesem Investment von einer Mio ganz gut die HSW-Rennen machen. Und wenn die jedes Mal 250.000 bringen, haben wir das Ganze sozusagen nach 4 HSW-Rennen wieder drin. Ist, denke ich, ein ganz cooles Investment, meiner Meinung nach. Wir fahren mal schnell zur Garage und schauen das Ganze an. Auf dem Weg dorthin wiederum werde ich kurz bei Solomon vorbeifliegen, sodass wir eben Solomons Filmrequisiten mal starten können. Einfach so ein paar einzelne Sachen, die ich einfach gerne noch abhaken wollen würde.
Episode hier einfach jetzt immer noch erledigen. Habe ich gerade Bock drauf. Darum soll es ja natürlich auch, wie gesagt, in dieser Serie gehen, dass wir einmal ein bisschen schauen, was gibt es noch zu erledigen. Es gibt ja mittlerweile so viel Kram, den man machen kann. Ich habe wahrscheinlich noch längst nicht alles überhaupt jemals irgendwann mal gemacht, was es so gibt, aber ich versuche es natürlich. So, Hakujo Drag wurde angeliefert. Wir machen das wieder mal ganz klassisch. Mit dem Fallschirm raus. Dass das jetzt so schnell geht, wusste ich nicht. Da ist die Hakuto Drag. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, das ist jetzt vielleicht nicht die beste Geldmachmethode, aber ich habe da Bock drauf. Die bringt tatsächlich echt nicht wenig Geld, die HSW-Zeitrennen. Und wie gesagt, ich will das eigentlich ausnutzen, dass wir das erste HSW-Tuning gratis bekommen bei HAO. Ich hoffe, ich bin da richtig informiert. So, wir laufen hier einmal rein, laufen hier wieder einmal raus und dann haben wir das sozusagen losgetreten. Dafür müssen wir jetzt 10 Solomon Filmrequisiten einsammeln. 7 davon haben einen statischen Ort. Habe ich auch schon oft in meinem perfekten Start-Money-Guide beschrieben. Und es gibt 3 Dinger, die so ein bisschen random spawnen in einer gewissen Gegend, aber nicht immer gleich. Und je früher man das anfängt, umso schneller hat man das Ganze auch abgeschlossen, finde ich. Deswegen haben wir das jetzt mal aktiviert, wenn uns einmal dem HSW rennen und dann können wir das Ding auch noch machen. Oh, geil. Ich mag das, wenn wir so ein bisschen klassische Geldmachmethoden abklappern, so Art Schatzsuchen etc. Das tut immer gut. Es klingelt. Mann, was für ein Stress hier. Werde ich hier vom Zocken abgehalten, Mann. Da klingelt sie einfach. Die spinnen doch wohl. Die haben doch wohl den Schuss nicht gehört. Ich wollte doch einfach nur ein bisschen zocken. Hier wollte ich doch gar nicht hin. Ich wollte doch zum LSK-Meet, Mann. Muss ich mir da wahrscheinlich mies die Cutscene erstmal anhören. Eieiei. Alter, wilde Cutscene, Junge. Auch schon lange nicht mehr gesehen. Mann, das ist ein Fahrverhalten, das finde ich echt unter aller Sau, wirklich. Also, wichtig für alle, falls wir in dieser Serie irgendwann uns auch noch der Autowerkstatt widmen, die Cutscene da, die wir jetzt erleben, ist wichtig, dass wir die Autowerkstatt überhaupt auf Maze Bank Foreclosures freischalten. Haben wir somit schon gemacht. Kauf eine Mitgliedschaft bei Mimi. Oh, Junge, es ist ein absoluter Abo-Scam hier. Das ist die komplette Knebel-Vertrag-Scheiße. Umbauen, da sind wir doch. Wow. Habe ich das überhaupt hier schon gemacht? Ich glaube schon. Ich dachte, ich habe das in den ersten 1-2 Folgen hier gemacht. HSW-Verbesserung. Ja, so nämlich. Für 0 Euro. Ich hab's doch nicht vergessen. Ich hab's doch richtig in Erinnerung. 0 Dollar kostet das erste HSW-Verbesserungsding. Und dafür nehmen wir natürlich die Hakujo Drag. Den Rest brauchen wir eigentlich nicht, hätte ich gesagt. Optisch wollen wir hier eh nicht was groß machen. Wir machen natürlich noch HSW-Motorabstimmung einmal. Wir lassen einfach alles so, wie es ist. Und es wird hier nichts dran rütteln. Wo sind jetzt die HSW-Zeitrennen? Das ist das Ron Alternates-Zeitrennen. Ist das geisteskrank, wie schnell die Karre ist. Ja, das Motorrad hier. Das Bike. Junge, ist das Ding schnell. Jetzt wisst ihr auch, warum man das Ding hier nimmt und mit HSW auftunt und dann damit die Zeitrennen fährt. So, wir probieren es nochmal. Fahren jetzt in die andere Richtung. Wird wohl der Way to go sein. Junge, wir haben noch eine halbe Minute. Ist ja ultra easy. Das ist auch echt dem geschuldet, dass dieses Ding so verdammt schnell ist auf der Endgeschwindigkeit auch. Oh, 225.000. Was laber ich? 252.000. So, weiter geht's. Wir schnappen uns den Sparrow und holen jetzt die Filmrequisiten von Solomon. Wen es interessiert mit den Solomon Filmrequisiten, by the way, schaut gerne meinen perfekter Start Money Guide an. Da gehe ich das Ganze ein bisschen mehr im Detail durch. So, das erste Ding ist nämlich direkt neben seinem Filmstudio, neben seinem Büro. Bringt die jetzt mal zurück. Die anderen können wir auch alle auf einmal sammeln und dann auf einmal zurückbringen. 10.000 gibt das Ganze sogar. Ach, dann sind es, glaube ich, 150.000, die wir sogar machen. Ich habe vorhin Bullshit erzählt. Machen 100.000 durch 10 mal 10.000 und kriegen dann noch 50.000 Bonus oben drauf, wenn wir alle haben. Gar nicht so übel. So, die nächste Requisite war hier im Vanilla Unicorn, hinten im Backoffice. Ha. Alter, wie habe ich mich denn hier durchgeglitscht? Richtig gutes Manöver war das tatsächlich, muss ich sagen. Nächste Requisite ist nämlich im Casino und zwar auf dem Klo. Am Pissoir hängt das Ganze. Da, 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 da. Robbie Williams und Kylie Minogue Kids, Digga, was? Ich wusste nicht, dass die das singen. Das scheppert ja ordentlich, Mann. So, das nächste Ding ist hier bei den Alien Freaks. Dieser schöne Alienkopf. So, das nächste Ding ist hier auf der Veranda. Ein schöner Mumienkopf auf entspannter Rino. Ha, das ist es. Nein, ich will das überleben. Ich muss das überleben. Okay, ich hab's geschafft. Denn hier ist noch das letzte Ding. Bei den Nuckies. Bei den Nuckies, Alter. Dieser komische, was auch immer, der Nucky-Kopf. Spring! So. Schauen wir doch mal, ob wir es überleben. Guter Move. Guter Move. Schnell rein hier. So, und da ist nämlich die Filmklappe. Alle, die es interessiert, man kann dann hier auch ganz cool hoch durchs Treppenhaus. So, dann ist man hier oben im Tower und kann sich mal richtig schön austoben. Das dazu, liebe Leute. Falls ihr es noch nicht gesehen habt,
Mach das. Wie gesagt, wir haben jetzt 7 von 10 dieser Requisiten. Eine letzte Requisite wird hier oben irgendwann random spawnen, wenn wir mal durchfahren. Das heißt, das machen wir nicht jetzt auf Krampf, weil die werden auf Krampf nicht unbedingt kommen. Aber wir haben das jetzt mal vorbereitet und wenn wir dann im Laufe dieses wunderschönen Gezockes hier durchfahren, dann sammeln wir die ein, bis wir dann alle haben und dann kriegen wir auch noch easy Cash. Ich fahre jetzt einmal oben durch Polito durch, dann habe ich den Spot einmal abgeklappert. Wer weiß, wann wir das nächste Mal hinkommen. Fahre einmal die 2 anderen Spots ab. Dann werden wir vielleicht 1, 2 dieser random Spawns auch triggern können. Und die anderen machen wir dann irgendwann. So, scheint nicht, als hätten wir den Spawn triggern können. Ist auch nicht schlimm. Scheinbar triggert hier auch nichts. So, dann haben wir wenigstens ein bisschen Kohle gemacht. Ist doch okay. So, wichtig jetzt, wir checken ab, wie läuft's mit unserem Nachtclub. Wichtig, erstmal als Boss zurücktreten. Passivmodus deaktivieren und dann hier rein. Kleiner Cheatcode am Rande. Jetzt sollte eigentlich eine Rauswerfermission mal wieder kommen. Jawohl, da ist er. Marcel meldet sich. Rauswerfer, alles richtig gemacht. Und wir haben schon 50.000 im Tresi. Die nehmen wir natürlich direkt mal mit. Sehr geil. Also das Beliebtheitsding beim Nachtclub, schon geil. Also wenn man überlegt, ich habe jetzt 1,5 Millionen gezahlt plus Upgrade von der Personal. 1,5 Million nochmal, 2 Millionen. Dafür, dass man 50.000 passiv kriegt mit einmal alle 1, 2 Stunden hierher kommen. Das ist auch stark. Das Nachtclub-Lagerhaus ist deutlich finanzintensiver. Man muss auch nochmal eine Verbesserung für 1,5 Millionen kaufen. Man muss nochmal etliche Business kaufen. Das gibt dann zwar auch nochmal 50.000 obendrauf, aber die sind deutlich schwerer verdient, sagen wir es mal so. Aber dafür fühlt sich das dann langfristig auch erstmal richtig selbstständig auf und man muss nur gefühlt alle 20, 30 Stunden mal eine Verkaufsmission machen. Hat auch seine Vorteile. Hier muss man schon regelmäßig herkommen und das ist nicht immer so einfach, wenn man 1000 andere Sachen nebenher macht. Jetzt schauen wir noch einmal kurz rund ins Lagerhaus, beziehungsweise schauen mal die Lagerstand an, ob da schon was eingelagert wurde. Nach Clubmanagement, wir haben noch nichts eingelagert. Das ist oft das Thema, dass es wirklich lange dauert, bis das mal in die Gänge kommt. Ist aber auch okay. Liebt halt 100%, so muss sein. Und jetzt können wir eigentlich schauen, dass wir noch das LSD-Labor verkaufen, wenn es denn fertig produziert haben sollte. So, Sonderfahrzeuge, LSD-Labor anfordern. Das Ding ist voll und das ist ein gutes Zeichen für uns, deswegen verkaufen wir hier mal. Aber ich hätte gesagt, wir riskieren es jetzt einmal, weil einer von euch Ehrenbrüdern hat das letztes Mal in die Kommentare geschrieben. Ich soll es mal riskieren mit LSD-Labor verkaufen in der öffentlichen Sitzung, deswegen machen wir das jetzt mal. Vielleicht lohnt sich das ja wirklich. Ich soll Geisterorganisation machen, wenn das überhaupt geht bei mir und dann einfach mal riskieren. Weil wenn man dann 50% Bonus kriegt, scheppert das schon ordentlich rein. Alter, es ist jetzt hier die 3. Sitzung, wo ich keinen CEO machen kann. Jetzt reicht's langsam mal, ey. Bulls Gold verkaufen. 350.000. Was geht's? Packt es hier hin. Okay, mir die Daumen. Zack. Dein Ernst? Muss ich die Cops abschütteln? Junge, ich hab zu tun, Alter. Mir läuft die Zeit davon. Ich hab keine Zeit mit euch, mich zu beschäftigen. Junge, mir läuft die Zeit davon. Digga, ich raste gleich aus. Alter, was ist das? Meine ganze Zeit geht drauf, nur wegen den scheiß Cops hier. Alter, ist das schlecht. Digga, ist das schlecht. Mach doch. Schnell, ich habe keine Zeit für sowas. Ich bin es einfach nicht gewohnt und ich mag das gar nicht. In den öffentlichen Lobbys die ganze Zeit Schiss haben, dass man weggegrieft wird. Vor allem auf so einem Bike ist man halt wirklich anfällig. Also man ist zwar flink und so, aber... Also ja, scheinbar immer Lester anrufen, by the way. Dann kriegt man sein Fahndungslevel weg. Weil das nervt echt sonst wirklich, wenn man da 12.000 ausgibt für Geisterorganisationen und dann ein Drittel der Zeit damit verbringt, seine Cops loszuwerden. Das bringt so nichts. Nee, 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 das bringt nichts. Schaut gut aus. Wir haben es geschafft. Verlasse dieses Gebiet hier. Jawohl, 527.000 Dollar gemacht. Geil, ey, das hat gescheppert. Ja, 170.000 irgendwie mehr mäßig, statt 350.000, 527.000 Dollar gemacht. Das tut schon richtig gut mit den 50% Bonus, wenn es dann klappt. Muss jeder selber wissen, ob er das machen will. Wir haben jetzt zum Glück dann doch wieder 1,5 Mio. Das ist wenigstens ein bisschen was. Jetzt haben wir wenigstens doch noch ein bisschen Kohle gemacht. Wir können direkt Matt anrufen, dass der auch wieder voll ist. Denk mal, wenn wir schon hier in der Nähe sind, dann machen wir ja auch noch schnell G's Paket. Alter, hier auf Eli Jello und Sydney und Co. auf dem UCLA Campus unterwegs. Ja, klar. So hinterhältig verstecken die es hier, die Schwäne. Ja, 15.000 Dollar Munition und Snacks. Nein, 19.000 sogar. Hat sich gelohnt. Easy, ich sag gar nichts mehr. Was für ein wunderschöner Tag in Los Santos. Blauer Himmel, Sonnenschein. Ist das geil. Leute, genießt es. Ich kann es immer nur wieder sagen, wenn ich hier zock. Ich habe manchmal Phasen, wo ich ein bisschen abgefuckt bin, weil dann doch wieder irgendwas ewig dauert oder was auch immer. Aber ich erlebe hier einfach nochmal schön dieses klassische Gesuchte mit euch zusammen. Und es freut mich sehr. Wirklich, genießt es, solange dieses Spiel noch das aktuelle Spiel ist. Auch wenn es schon arschalt ist und wir eigentlich schon alles kennen. Es ist trotzdem ein wunderschönes Game. Und ja, irgendwann werden wir es nicht mehr zocken. So, Lupe, hast du mal wenigstens was geschafft hier? 7 Kisten sind's. Wenn sie jetzt 3 holt, wäre es halt wieder dumm. Komm, wir verkaufen das einfach mal wieder. Mit öffentlichem Verkaufsbonus holen wir da echt gut Kohle raus. Und es ist ein Laster, das ist halt auch super bequem. Die Satellitenscans zeigen, dass es bei Casa Rubio langsam wieder ruhiger zugeht. Freunde, heißt, wir können den nächsten Kajo auf schwer starten. Und ich denke, das sollten wir auch tun. Aha, damals auch schon.
entspannt. 141.000 statt 94.000. Also wenn der öffentliche Lobbybonus klappt, dann ist er schon sehr schmackhaft, muss ich gestehen. Und Freunde, wir haben ja auch, by the way, fällt mir gerade ein, das Fahrzeuglagerhaus. Das heißt, das könnten wir auch mal kurz noch machen, oder? Let's go. Fahrzeug beschaffen. 2.800 Schaden, ist nicht schlimm. Und jetzt machen wir direkt die Verkaufsmission. Ja, war ja klar, dass wir wieder die völlig weite Strecke zum Verkaufen haben, ey. So ein Brett, Alter. Das ist so ein fucking Brett. Amöber heißt das Lied. Pervers. Geil, die zeigen uns einfach den Weg hier durch die Weinberge an. Das hatte ich auch noch nicht. Perfekt, ich war schadenfrei und jetzt mache ich mir noch einen Schaden hier im Weinberg rein. Digga, das ist mal Gravitation hier. Jawohl. Das Ding ist, es tut ein bisschen mehr weh, die 2000 Schaden oder die 1500 Schaden, weil man ja die 50% darauf sozusagen auch noch weniger bekommt. Aber jetzt trotzdem fast 150.000 gemacht. So, und jetzt beweise ich mir kurz die Kohle. Jetzt machen wir noch eine wichtige Sache. So, einmal Spawnpunkt auf Kosatka. Und dass wir das nicht vergessen, Freunde. Natürlich, ganz wichtig, schnell noch den Kayo auf schwer stellen. Oder den nächsten Kayo auf schwer starten, sagen wir es mal so. 100.000 geblecht und das Ding ist auf schwer. Also ich hätte gesagt, Freunde, das ist hier wie auch bei der letzten Episode das Ende dieser heutigen Episode. Wir sind eigentlich tatsächlich echt ganz gut vorangekommen. Haben es jetzt dann doch noch geschafft, sogar 1,7 Millionen auf dem Konto wieder zu haben. Das ist deutlich weniger, als mit dem wir gestartet sind. Aber wir sind businesstechnisch auf jeden Fall sehr vorangekommen. Wir haben jetzt einen Nachtclub, der auf jeden Fall für das, was wir sozusagen aktuell an Möglichkeiten haben, sehr gut läuft. Ist noch ausbaufähig, alles langfristig natürlich. Aber damit machen wir 50.000 Dollar passiv pro Stunde. Dann haben wir uns jetzt die Hakujo Drag für Ume sozusagen auf HSW-Tuning gemacht. Klar, die hat uns eine Mio gekostet, aber bringt uns jetzt für jedes HSW-Rennen sozusagen 250.000 Dollar ein. Auch langfristig eine sehr gute Investition, was wir jetzt immer wahrnehmen können. Wir haben etliche kleine Sachen gemacht. Wir haben Kisten verkauft, LSD-Labor verkauft, sogar in öffentlichen Lobbys. Wir haben noch ein Fahrzeug verkauft in öffentlichen Lobbys, sodass wir jetzt auch noch ein bisschen Cash gemacht haben. Solomons Filmrequisiten haben wir angefangen. Aber ich denke, für diese Episode ist das erstmal genug. Ich habe jetzt wieder etliche Stunden recorded und ich denke am besten, wir machen in der nächsten Folge weiter. Deswegen schaltet auf jeden Fall wieder ein, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Falls euch das Video gefallen hat, natürlich, Freunde, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr freuen. Lasst auch gerne ein Abo auf diesem Channel da, wenn euch das gefallen hat, was ihr hier gesehen habt. Würde mich natürlich wie immer sehr supporten. Und wenn ihr mich noch mehr supporten wollt, folgt auf Instagram rein, folgt auf Twitch rein, checkt easystretcher.shop ab für ein paar freshe Merch-Artikel, Digga, auf beste Qualität angelehnt. Also for real, die Quali ist wirklich sehr, sehr gut. Und dann würde ich einfach sagen, ich labere euch gar nicht lang voll, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.